Ja, herzlich willkommen zum mittlerweile achten Teil des Rock Can Digital und Märklin Tutorials. Heute wollen wir mal zwei Rückmelder in unseren Testkreis hier einbauen und dann anschließend auch in RockRail aufsetzen und dann mal gucken, ob wir mit diesen beiden Rückmeldern nachvollziehen können, wie diese Lok hier sich im Kreis bewegt. Was brauchen wir dafür? Naja, zunächst mal zwei Rückmelder. Die haben wir hier schon mal. Einer davon hat praktischerweise gleich zwei Anschlüsse, nämlich hier den Anschluss in Orange für das Kontaktgleis sozusagen selber und hier in Braun in der klassischen Massefarbe können wir damit dann auch die Referenzspannung abgreifen. Dafür brauchen wir natürlich dann auch noch hier diese vier Isolatoren, um unser Kontaktgleis richtig aufzubauen. Die Weiche hier, die brauchen wir dann für unseren Testkreis erstmal nicht mehr. Die werden wir dann hier mit einer Geraden ersetzen, damit der Testkreis etwas einfacher aussieht. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch unser Rückmeldemodul. Und das ist hier, wie schon vorher vorgestellt, von Can Digital der Gleisreporter. Schon mal hier mit dem Patchkabel für den Canbus-Anschluss. Damit das Ganze hier ins System passt, also zwischen die Gleisbox und die CC-Schnitte hier angeschlossen werden kann, brauchen wir noch einen Startpunkt von Can Digital. Gut, dann wollen wir das Ganze jetzt mal anschließen. So, jetzt noch den zweiten Gleisrückmelder einbauen, hier mit der Referenzspannung und dann natürlich darauf achten, dass man die Isolatoren auf der richtigen Seite einbaut, also auf der Seite mit dem orangefarbenen Kabel. So, damit ist unser Schienengleis wieder geschlossen und die beiden Kontaktgleise sind angeschlossen. Dann können wir jetzt also das Ganze hier an den Gleisreporter anschließen. Zuvor müssen wir noch den Gleisreporter selber anschließen. Der geht also wie gesagt hier über den Canbus, über dieses Patchkabel an den Startpunkt. Der Startpunkt geht jetzt hier also an die Gleisbox. Und hier die Gleisbox geht dann hier auch an den Startpunkt. Und ich hatte es vorher schon mal erwähnt, der Startpunkt hier, der braucht selber nochmal direkt Strom. Und da habe ich hier schon mal ein Netzteil bereitgelegt. So, jetzt leuchtet auch wieder alles. Wunderbar. Jetzt noch die Kabel anschließen an den Gleisreporter und zwar einmal hier das braune Kabel als Massereferenz und dann können wir hier über das orangefarbene Kabel unseren ersten Gleismelder anschließen. Und zwar ist das dann hier diese Batterie von den 8 Anschlüssen. Und da fangen wir hier mal auf der linken Seite an. Das ist dann der Anschluss 1. So, jetzt haben wir hier noch unseren zweiten Gleisbelegmelder. Und den können wir dann hier an der zweiten Stelle auch an den Gleisreporter anschließen. So, und damit sind wir fertig mit der Verkabelung. So, jetzt wollen wir unsere beiden
Rückmelder auch noch in Rockrail einrichten. Dafür habe ich hier unseren Gleisplan schon mal vorbereitet, hier oben die Weiche schon mal entnommen in dem Edit-Modus. Und dann können wir jetzt hier mal einen Rückmelder auswählen und hier oben hinziehen. Dann möchte er einen Namen dafür haben. Den geben wir einfach mal Testrückmelder 1. Und damit ist das Element im Gleisplan. Wenn wir uns die Eigenschaften angucken, wiederum gibt es da sehr viel einzustellen. An dieser Stelle für uns allein wichtig die Schnittstelle. Dafür wählen wir also wieder unser Interface aus, also hier die CCS, die CC-Schnitte. Und dann geht es natürlich darum, die richtige Adresse einzustellen. Nun, wie ist die Adresse dieses Rückmelders? Das ist, wenn man sich erinnert, derjenige, der auf der ersten Stelle eingerichtet ist. Nun dafür einen Blick in die Kahn Digital Dokumentation. Wenn man sich das mal anschaut, hier zum Gleisreporter Deluxe im Internet, gibt es hier eine sehr ausführliche Anleitung und Überblick. Hier nochmal, wie der System eingebunden ist, wenn man ihn korrekt anschließt. Noch einige weitere Hintergründe und hier schließlich geht es um die Adresse. Und dann sieht man hier in diesem kleinen Bildausschnitt, dass es dort zwei Wahlschalter gibt, mit denen man die Adresse einstellen kann. Und in dem Beispielmodul, was wir hier aufgebaut haben, ist hier die erste Zahl die 0 und in unserem Beispiel die zweite Zahl die 5. Das heißt also, die Anfangsadresse ist eingekonfiguriert auf 5 und dann kann man hier mit dieser kleinen Formel ausrechnen, was denn nun die Anfangsadresse ist. Also die eingestellte Adresse ist 5 mal 8 ist 40 minus 7 ist 33. Das heißt also, hier in Rockrail, dieser Rückmelder hier hat also die Adresse 33. Okay, das Ganze nochmal mit dem zweiten. Das ist dann also Testrückmelder Nummer 2. Nochmal genau das gleiche Spiel. Die Schnittstelle CCS. Und er ist jetzt an der nächstliegenden Adresse eingerichtet, also die 34. So. Damit sind dann unsere beiden Rückmelder eingerichtet. So, und zum Abschluss wollen wir uns das Ganze nochmal auf der Anlage in der Realität anschauen. Kurz nochmal zur Übersicht. Hier haben wir einen Gleisbelegmelder eingebaut. Der ist hier oben konfiguriert. Und dann haben wir hier einen zweiten. Der ist hier unten konfiguriert. Und dann haben wir hier mal unsere BR 151 stehen und die wollen wir mal losfahren lassen und dann mal schauen, wie die Belegmelder reagieren. So, jetzt sehen wir, fährt sie über den unteren, der löst aus, ist belegt, dann fährt sie weiter, dann ist er wieder frei. Und dann schauen wir jetzt mal, ob sich hier oben was tut, wenn er darüber fährt. Und siehe da, er ist belegt und wieder frei. Und ich lasse jetzt mal die Runde voll machen. Dann wollen wir mal schauen, ob hier unten wieder aus ist. Das ist der Fall. Wunderbar. Es funktioniert also. Damit können wir jetzt nachvollziehen, was sich auf der Anlage tut. Und in der nächsten Folge können wir dann den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Automatikbetrieb machen. Und mal einen Block oder mehrere Blöcke einrichten in Rockrail.